Ja, moin und herzlich willkommen zur Folge 54 von Old Gillies Reisen. Bei der Einfahrt in die große Müritz aus der kleinen traten wir ein in die mecklenburgische Großseenplatte. Das ist eines der Urlaubsparadiese oder Mekkas von Mecklenburg-Vorpommern, ähnlich wie Friesland in den Niederlanden. Und das zur Hauptsaison. Uiuiui, wie soll das bloß werden? Hey Moses, wo bist du? Wie, was willst du denn von Moses? Ja, abtrocknen, ran an die Arbeit. Ich weiß auch nicht, wo der ist, aber wenn ich den Kerl erwische, dann gibt's 2 Tage YouTube-Verbot. Ich sag's dir. Zur Not musst du das machen, Wolfgang. Ja, nee. Dafür haben wir ja nun Moses an Bord geholt. Also Leute, jetzt geht's los. Mecklenburgische Großseenplatte. Diesen Anblick kennt ihr noch von der letzten Folge 53, die Einfahrt in die Müritz. Der Blick auf die Karte zeigt unsere Stationen. 1 Miro, 2 Röbel, 3 Waren, 4 Malchow und 5 Plau am See. Gehen Sie nicht über los, ziehen Sie nicht 4000 Mark ein. Boah, hier boxt der Papst im Kettenhemd, bis die Heide wackelt. Der eine überholt. Der andere lässt überschüssiges Testosteron ab. Aber ich sage immer, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Wie man sehen kann, fahren wir noch links vom grünen Tonnenstrich. Sind sozusagen Beckenrandschwimmer. Jetzt auf der Müritz und wie man sieht, sieht man nur blau. Gott sei Dank ist das Wasser ziemlich ruhig, kein Problem, aber schon pottenheiß. Heute sollen es wieder 28, 29 Grad werden und das pro Person. Aber naja, wir halten durch. Wir fahren heute nach Röbel. Machen da Zwischenstationen und am nächsten Tag, wenn die Winde das zulassen, werden wir nach Waren rüberfahren und haben dann den Großteil der Müritz hinter uns gebracht. Klingt so, als ob das eine Schwierigkeit ist, aber naja. Also unser Ding ist es nicht unbedingt, aber hier, ich zeige euch mal, wie das hier ausschaut. Die Ansteuerung des Stadthafens Röbel führt uns vorbei an redgedeckten Bootshäusern. Very pretty. Der traditionelle Stubendurchgang mit Kirche, Fachwerkhaus. Oh, Mühle. Das ist neu hier in Deutschland. Ich liebe Mühlen. Wahrscheinlich war ich in einem früheren Leben mal Müller. Wer weiß. Wolfgang Müller, das gibt's doch wohl nicht. Ist das etwa ein Zeichen? Hier noch das prächtige Rathaus mit Stadtwappen. Wunderbar. Ja, moin. Jetzt sind wir wieder unterwegs auf der Müritz.
Wir haben Röbel verlassen und sind in Ansteuerung auf Waren. Wie man sieht, hat der Wind etwas zugenommen, glaube ich 30 Stundenkilometer. Kommt so von Westen, also ein bisschen für uns von links. Noch ist es ganz gut erträglich, Marlene, oder? Ja, ja. Aber wir haben unsere Schwimmwesten angezogen, wie sich das gehört. Ja. Nur für den Fall, dass. Ja, Römel war ganz nett gestern und heute mal schauen, was Waren uns zu bieten hat. Da haben wir ja schon viel von gehört. Und im Moment sehen wir gerade ein bisschen voraus, Backbord Klink, das Schloss. Das ist so ein bisschen Orientierungspunkt. Und rechts davon ist dann der große Baum, oder wie heißt das, Marlene? Guck mal eben auf die Karte. Dicker Baum. Ah ja, da hätte ich auch selber drauf kommen können. Also der dicke Baum, da müssen wir dann rumrum zirkeln und dann schauen wir mal. Wenn das ein dicker Baum ist, heiße ich Franz Josef. Der historische Dampfer da, den sehen wir gleich nochmal wieder. Hafeneinfahrt von Waren. Da, wo das X ist, liegt die Old Gilly. Stelle bitte merken. Der Dampfer kommt zurück und muss ein enges Wendemanöver vollführen. Ha! Der erste Mat muss wohl nochmal bei John Wayne in die Lehre gehen. Und schaut mal hier, nur noch etwa 3 Meter Abstand zur Old Gilly. Uiuiui. Doch wie sagte schon der Berliner, det loft. Geht doch. Nach so viel Aufregung ein bisschen Beschaulichkeit mit dem Blick über die Müritz und einem kurzen Stadtrundgang, aber ohne die Touristenmeile im Zentrum. Es war ganz schön hier, aber für unseren Geschmack etwas zu wuselig. Weiter geht's auf den Kölpinsee. Der Wind nimmt zu auf ca. 35 bis 40 km pro Stunde.
da kommt der Flesenkanal. Gerade recht. Und der führt, wohin wohl? Natürlich in den Flesensee. Richtig, Pfeifer, setzen! Ja, moin, liebe Leute. Heute Morgen haben wir Waren verlassen. Das war ein ganz netter Ort. Wir haben ein bisschen gebummelt, aber nach einem Tag war es auch gut. Und weil die Winde jetzt zunehmen, haben wir uns heute Morgen einen frühen Start gegönnt. Um 7.30 Uhr sind wir los, sehr zur Freude von Marlene. Und sind über den Kölpinsee rüber und den Flesensee und steuern jetzt gerade Malchow an. Malchow war einmal eine Inselstadt, bis 1844 bis 46 ein Erddamm, die Stadt mit dem Kloster Malchow verband. Das Nadelöhr für die Schifffahrt ist auch heute noch die Drehbrücke, die immer zur vollen Stunde geöffnet wird. Und das sieht dann so aus. Glorreichen Sieben auf einem Boot. Wie war das mit den Nachzüglern? Im Gegenverkehr kommt die Relax. Ob der Skipper auch relaxed ist, ich weiß es nicht. Ha, da wieder unser Nachzügler. Der heißt wahrscheinlich wie ein Lüttenschieter, steht aber gar nicht drauf. Schauen wir noch kurz in den Stadthafen nebenan. Klein, aber fein. Und eng zum Einparken. Am nächsten Morgen geht's weiter über den Petersdorfer See vorbei an der Tankstelle in den Lenzer Kanal. Und bei diesem vornehmen Gasthaus dann in den Plauer See. Für den Nachmittag waren hier über 50 km/h angesagt. Also schnell noch rüber.
Das sind noch moderate Wellen, wie man sieht. So erreichen wir unbeschadet Plau am See. Und siehe da, wieder ein Leuchtturm. Kein Wunder, hier gibt's auch ein Hafendorf, wie in Rheinsberg. Hier hatten wir eine Verabredung mit einem netten Bauterpärchen, die unseren YouTube-Channel regelmäßig anschauen. Conny und Jens luden uns zum Grillen ein und wir hatten einen netten Tag in der Marina. Vielen Dank nochmal an euch beide und mehr darüber dann in der nächsten Folge 55 mit dem Titel Müritz-Elde-Wasserstraße. Wir sagen danke für eure Aufmerksamkeit auch heute und tschüss, bis zum nächsten Mal.